Friederike Welzin ist Pfarrerin. In ihrem Willkommensraum leistet sie Seelsorge für Flüchtlinge. Familiennachzug sei oft das zentrale Thema. Ich bin froh, dass es überhaupt erst mal ermöglicht wird für diese Menschen, die diesen einjährigen Schutz nur bekommen haben, diesen subsidiären Schutz, überhaupt den Antrag zu stellen zum Familiennachzug. Denn allein, dass man das gar nicht stellen konnte, das jetzt schon so lange Zeit, war eine ganz große Härte für diese Menschen. Das Gesetz gibt den Flüchtlingen also wieder Hoffnung. Aber viele fürchten auch seine bürokratischen Hürden. 1.000 Angehörige pro Monat dürfen nach Deutschland kommen. Bei der Auswahl wird berücksichtigt, wie lange die Familien getrennt sind, wie es um das Kindeswohl steht, ob Angehörige in Gefahr oder krank und pflegebedürftig sind. Seit 3 Jahren hat Ahmad Al-Rifai seine 4 Kinder und seine Ehefrau nicht gesehen. Das neue Gesetz betrifft ihn nicht. Der Syrer hat eine 3-jährige Aufenthaltserlaubnis und damit eigentlich gute Chancen, seine Familie nachzuholen. Und trotzdem, auch für ihn heißt es warten. Wie lange? Völlig ungewiss. Das bürokratische Verfahren dauert. Vor allem die Kinder nicht aufwachsen zu sehen, fällt mir sehr schwer. Mein Jüngster ist schon so groß geworden. Bis dahin bleibt nur der Kontakt übers Smartphone. Kritik an dem neuen Gesetz kommt von den Grünen. Sie fordern uneingeschränkten Familiennachzug. Es macht mich wirklich ärgerlich, dass die CDU, CSU in Sonntagsreden ständig davon spricht, dass der Schutz von Ehe und Familie angeblich so wichtig für sie sei. Aber mit diesem Gesetz treten sie den besonderen Schutz von Ehe und Familie eben wirklich mit Füßen. Von der CDU im Land heute keine Reaktion zum Gesetz der Großen Koalition. Die SPD-Landesvorsitzende antwortet auf SWR-Anfrage. Diese Regelung ist ein klassischer Kompromiss. Mehr war mit der Union nicht zu machen. Auseinandergerissene Familien wieder zusammenzubringen, ist Voraussetzung für Integration. Integration. Dabei will auch Pfarrerin Friederike Welzin weiter helfen. Denn Flüchtlinge, die sozial und wirtschaftlich integriert sind, haben laut neuem Gesetz bessere Chancen, ihre Familien zu sich zu holen.